In Tschetschenien ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Die Gefechte zwischen russischen und tschetschenischen Einheiten verlagerten sich heute vor allem an die Grenzen zu den Nachbarrepubliken Inguschien und Dagestan. Aber auch in Grosny gab es entgegen den russischen Ankündigungen, keine schweren Waffen mehr einsetzen zu wollen, wieder heftige Kämpfe. Grosny heute Nachmittag. Russische Kampfflugzeuge bombardieren den nordöstlichen Stadtteil Tschernoritschje. Die schweren Angriffe gelten einem Staudamm. Zwei Menschen werden getötet, als sie Trinkwasser holen wollen. Das Zentrum Grosnys gleicht einer Geisterstadt, der Präsidentenpalast einer gigantischen Zielscheibe. Noch heute Vormittag herrschte relative Ruhe in der Stadt. Nach russischer Lesart gilt Grosny als erobert, die Truppen beherrschen große Teile des Stadtzentrums. Zurzeit, so heißt es, seien Spezialeinheiten dabei, die letzten tschetschenischen Kämpfer zu vertreiben. Gestern nutzten viele Einwohner die Ruhe zur Flucht. Noch aber haben die Russen nicht ganz Grosny unter Kontrolle. Es gibt noch immer Stadtteile, in denen ganz offensichtlich tschetschenische Kämpfer die Oberhand haben. Pressekonferenz gestern in der russischen Kommandozentrale. Zwei Minister, ein Geheimdienstchef, alle in Tarnanzügen. Unsere 18-jährigen Jungs, sagt Verteidigungsminister Gratschow, sterben mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie sterben für ihr Vaterland. Wir müssen ihnen ein Denkmal errichten. Stattdessen werden sie beleidigt von sogenannten Menschenrechtlern wie diesem, wie heißt er noch, Kowaljow. Der ist der Feind Russlands. Und dann gratuliert Gratschow seinen Generälen zum erfolgreichen Abschluss der ersten Etappe. Im zweiten Schritt werde man nun in Tschetschenien die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen.